Nee, 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 nee. So, hallöchen, meine lieben Freunde, ich sage mein letztes Yahoopi zu euch, meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch recht herzlich. Ja, ich habe es euch ja versprochen, dass ich nochmal ein Let's Play bringen werde. Und ja, ich hoffe, dass man die Musik im Hintergrund hört. Wenn nicht, dann, ja, dann muss ich ganz, ganz doller weinen. Und ich guck mal, ob ich die Musik eventuell nochmal ein bisschen lauter machen könnte, weil das ist so süße Musik. Ihr hört das bestimmt, weil ich habe nämlich einfach mal bei YouTube Hello Kitty Song eingegeben und so. Und, ja, das verwirrt mich total die ganze Zeit mit dem Ganzen, dass da halt Musik ist. Aber ich wollte halt nicht die ganze Zeit nur, dass ihr meine Stimme hört und so. Aber hier, auf jeden Fall, hier ist Herr Tutorial, meine lieben Freunde. Und ich habe mir mal gedacht, dass ich einfach mal Minecraft spiele. Und guck mal, wie süß ich bin. Ich bin ein... Ich habe mal endlich mal den Traum von meinem Minecraft-Skin endlich mal so... Seht ihr das, wie süß ich bin? Ich bin total süß, meine lieben Freunde. Und wir spielen hier Minecraft. Ja, ihr seht es richtig. Ich wollte eigentlich Minecraft doch nie anrühren. Aber ich finde Minecraft einfach so putzig, wenn die ganzen Blöcke lila sind und in so bunten Farben sind, so mega fashion und so. Und ich fand das einfach mega, 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 total beautiful und so. Und ich wollte einfach so berühmt wie Gronkh werden, weil ich habe nämlich gestern nämlich ein Minecraft-Let's Play von Gronkh gesehen und dachte so, das muss ich jetzt auch machen. Und von Minecraft-Let's Plays gibt es ja noch nicht so viele und da deshalb muss ich auf jeden Fall auch mal Minecraft-Let's Playen und dann bekomme ich auch endlich mal noch mehr Zuschauer, noch mehr Seminators, die mich noch mehr unterstützen und daher spiele ich jetzt einfach mal eine Adventure-Map von Hello Kitty, weil ich mag ja Hello Kitty so sehr und, ja, ich glaube nämlich, dass ich das hier jetzt erstmal vorlesen muss. Also, hallo, du bist also Hello Kitty. Ja, ich bin Hello Kitty oder Herr Tutorial, du Spast. Ich bin Herr Tutorial. Ich bin Herr Tutorial. Ach nee, ich sollte ja nicht ausrasten. Das sollte ich nicht. Ich sollte meine Beruhigungstabletten sehen. Ich sollte meine Beruhigungstabletten nehmen. Guck mal, hier haben wir auch Gras. Das kann ich mir direkt durch die Nase pfeifen. Dann, deshalb rede ich auch immer so schnell. Ne? Deshalb bin ich auch immer so abgedreht und mega schwul in meinen Videos, weil ich immer ein bisschen zu viel Gras rauche. Aber hey, heb dir die Fragen auf. Lass mich dir alles erklären. Höre gut zu. Es trifft sich, dass du in einem rosanen und mit fluffiger Wolle. Oh, wie süß. Das klingt mit fluffiger Wolle. Überzogenen Welt bist. Dieses eine Traumwelt. Oh, ich liebe Traumwelten. Besonders, weil mein neues Parfüm auch Traumwelt heißt und ebenfalls auch Paralleluniversum. Ja, ich habe auch so eine komische Mod drin, damit ich nicht die ganze Zeit meine Lesebrille, meine schöne, sweete Lesebrille mit rausnehmen muss. Und von daher kann ich auf jeden Fall immer schön ranzoomen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Mod heißt. Ich glaube irgendwie Optifine oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir mal kurz vorhin von Gronkh erklären lassen und Gronkh hat mir erstmal gesagt, dass er mich gar nicht mag und so. Aber ja, er war auf jeden Fall so lieb und hat mir das ganze Spiel erklärt und hat gesagt, dass hier auf jeden Fall ganz viele Blöcke sind. Und ja, auf jeden Fall, Traumwelt, ein Paralleluniversum zu deiner Welt. Die wird vom Bösen und vom Bösen heimgesucht. Ich mag Böses nicht. Diese YouTube-Hater, die mich als Seminator nicht mögen, die sind voll doof zu mir. Das sind alles voll die bösen Männer. Ich muss die ganze Zeit Cut for Hater machen, die ganze Zeit, weil ich komme mit meiner Fashion und meinem Beautiful Flair einfach nicht damit klar, meine lieben Freunde. Aber ist ja auch egal. Dazu habe ich ja euch meine Seminators, die mir jeden Tag Geld bringen und dass ich mir jedes Mal neue Hosen kaufen kann, obwohl ich schon 13 Milliarden habe. Ja, ist ja auch egal. Die Welt wird vom Bösen heimgesucht und unser rosa Gott, ja, der rosa Gott ist übrigens auch, ich weiß gar nicht, dieser große Schwulengott für mich. Ich heilige ihn ja so ern und ich hätte gerne Popo-Sex mit dem. Also so Popo-Sex ist ja voll cool, aber ist ja auch egal. Hat nun einen Kämpfer aus deiner Welt gerufen. Auf das, ich muss mal da hinten hinhüpfen, auf das Bett hier, wo ich jetzt nachher noch mit ein paar Kollegen auf jeden Fall Popo-Fick betreiben werde, weil das ist auf jeden Fall so schön rosa, flauschig, flauschig, flauschig. Du uns helfen mögest, den Bösen Einhalt zu gebieten. Deine erste Aufgabe wird sein, den Tempel hinter den Hügel zu säubern. Aber wer ist denn der komische Vogel? Naja, der geht ihr halt beide zusammen. Wird sowieso leichter. Und bevor ich vergesse, vergiss die Axt in der Kiste nicht. Viel Glück, du rosa Faulkner. Und ich habe nämlich auch leider gelesen, dass es eine Together-Adventure-Map ist. Es werden zwei Spieler benötigt, aber da ich leider keine Freunde habe und nur meine Seminators habe, wollte ich eigentlich euch fragen auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook, auf Tumblr, auf allen möglichen Plattformen, wo ihr mir folgt, auch per E-Mail, beziehungsweise per Flaschenpost und alles mögliche, wo man einfach meine Videos auch teilt, also in Afrika, im Nordpol und alles mögliche, dort, wo ihr nämlich immer meine Videos hin verfrachtet, wollte ich eigentlich jemanden aussuchen, der dann mit mir Famous auf jeden Fall aufnehmen kann und ja, das hat leider nicht so ganz geklappt, meine lieben Freunde, aber deshalb werde ich einfach mal diese Zwei-Spieler-Map für mich alleine spielen, weil ich habe nämlich herausgefunden, dass man in Minecraft cheaten kann und da kann ich nämlich ganz böse sein und meine Fashion-Beautiful-Tipps hier irgendwie Wände kaputt machen oder so, damit die rosa Wolle mit nach Hause nehmen, damit ich mich endlich mal mit rosa Welle zudecken kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Oh, guck mal, Google die Duck, die Rolle, die Kleiderschrank, das ist so süß. Und die Schuhe nicht vergessen. Oh, guck mal, das ist voll süß hier mit den ganzen Tropenbaumsetzlingen. Also ich habe hier auch bei mir im Zimmer einen Tropenbaum, ne, weil das ist nämlich so ein,
Ja, ein totales, tolles Gefühl im Regenwald zu sein. Dann guckt doch mal diese mega genialen Schuhe an, meine lieben Freunde. Also solche Winterboots trage ich auch immer im Sommer, beziehungsweise auch im Winter oder im Herbst oder auch wahlweise im Frühling. Die sind mega gemütlich. Also ich hätte jetzt noch gerne in Pink. Dann wäre das auf jeden Fall total mein Geschmack, meine lieben Freunde. Und ich sollte auf jeden Fall auch eine Axt mitnehmen, haben die nämlich gesagt hier. Und ich googly-duck doch mal einfach mal in den Kleiderschrank. Und dort habe ich nämlich auch sofort ein schönes T-Shirt, hauteng natürlich, gefunden, meine lieben Freunde. Das werde ich jetzt natürlich mal sofort tragen. Also ich werde diese Adventure mit mir spielen, sondern eigentlich so eine kleine Modenschau machen, meine lieben Freunde, weil darauf steht ja sowieso, dass ich halt meine Kleidung auch mal vorstelle. Alles, was ich halt möglich eingekauft habe und alles. Ihr seht ja hier schönes, braunes, hautenges Latex. Ist auf jeden Fall total mein Geschmack. Und zieh auch dein Jäckchen über. Oh, wie süß das ist, wie Jäckchen. Ich ziehe mir jetzt erstmal eine Leine Gras durch die Nase. Boah, niam, 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 niam. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder leben, meine lieben Freunde. Und guckt doch mal, wie süß das hier ist. Das geht doch echt mal gar nicht klar. Wie süß das hier einfach alles ist. Das ist so bunt. Und guckt mal, so bunt. Alles aus Wolle, das ist so knuffelig. Ich habe jetzt sofort wieder eine neue Idee für ein Video, dass ich auf jeden Fall ganz viel pinke Wolle produziere und das dann alles verkaufen werde, meine lieben Freunde, damit ich noch mehr Geld bekomme. Und ihr, meine Seminators, ihr teilt doch sowieso die ganze pinke Wolle immer mit all euren Freunden, mit eurer Tante auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und auf Tumblr und was weiß ich, was noch alles für Seiten, wo eigentlich angemeldet sei, weil ich habe nämlich überall Fake-Accounts und alles mögliche eingerichtet, damit mir auf jeden Fall ganz, ganz viele Leute folgen. Genauso wie in Minecraft. Also es gibt auch ganz viele Hair-Tutorial- Fakes und alles mögliche, aber ja, das habe ich alles eigentlich selber gemacht, damit ich auf jeden Fall so viel Fame habe. Normalerweise habe ich nur 3 normale Abonnenten und der Rest, der bin ich halt immer. Ich mache nämlich immer zu Hause, gucke ich meine Videos selber und kommentiere sie auch selber und so verdiene ich halt mein Geld und ja, hier nochmal einmal das Gesetz. Flausche gut. Oh, das ist so süß. Ich glaube, das benutze ich als neues Kanal-Slogan. Flausche gut, meine lieben Freunde. Das hört sich so knuffelig an. Keine Beschädigung von werflosen, fluffigen Blöcken. Och, ich mag es aber, fluffige Blöcke mit meinem langen Penis zu vergewaltigen, weil wenn man nämlich den Penis in Wolle steckt, meine lieben Freunde, dann ist das so schön fluffig und tut auf jeden Fall nicht am Sack weh, weil normalerweise, wenn ich mit meiner schrumpeligen Hand über meinen Penis anfasse, das kratzt mich immer so ein bisschen. Deswegen benutze ich auch immer dieses neue Rexona Hautgel-Creme, damit alles schön flauschig bleibt und keine fluffigen Blöcke gegen ihren Willen setzen. Okay, ich denke mal, das schaffe ich auf jeden Fall, weil, wie gesagt, mein Penis passt auf jeden Fall überdurch. Keine einfarbige Kleidung. Ja, wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall... Oh, das sieht mich jetzt gerade total erschrocken, meine lieben Freunde. Ich möchte auf jeden Fall eine pinke Rüstung haben. Das ist auf jeden Fall mega knuffelig und beautiful natürlich. Ist ja auch egal, ich sollte auf Peaceful stellen. Das kann ich ja eigentlich mal ganz cool machen. Aber ich habe natürlich noch auf Peaceful und der Rest der Regeln ist mir eigentlich scheißegal, meine lieben Freunde. Ich gehe jetzt auch erstmal hier irgendwo rumlaufen, weil, wie gesagt, ich wollte ja eigentlich nur so eine Mondschau hier machen, weil ich laufe jetzt einfach die ganze Zeit nur noch so rum im Kreis und zeige auf jeden Fall dieses schöne T-Shirt, hauteng natürlich, in Größe XXXS. So passt es mir natürlich am besten, weil ich ja auch so eine Bohnenstange bin und, wie gesagt, das ist erhältlich in den Farben Violett, Rosa und Rot. Also Rot empfehle ich jetzt nicht so, sondern eher Rosa. Und, ja, wie gesagt, wenn man das aussieht, dann seht ihr auch sofort meine schönen Bauchmuskeln hier, auch natürlich im Pink gefärbt. Und wie gesagt, wie ich meine Bauchmuskeln erhalte, ja, wie gesagt, ich trage da einfach immer so schönes, hautenges Shirt-Dinger drauf oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade laber und ich habe jetzt gerade gekotzt schon wieder. Mein Gott, das mache ich doch 3-mal am Tag, damit ich auf jeden Fall immer meine schlanke Linie behalte. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, dieses schöne T-Shirt hauteng XXXXXS gibt es für 88 Euro in dem Hair-Tutorial-Shop zu kaufen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mal wieder davon 30 pro Person kaufen werde, damit ich mir mal wieder 13 Hosen pro Stunde kaufen kann, damit ich noch mehr Kleiderschränke voll bekommen kann, weil dazu habe ich euch ja, meine lieben Freunde, meine Seminators, damit ihr immer schön viel Kohle einbringt, damit ich mir immer neue Klamotten kaufen kann, damit ich mich über mein scheiß Leben endlich mal kotzen kann und ja, das ganze Scheiß halt, ne, wie gesagt, wisst ihr ja schon Bescheid, wenn ihr ein scheiß Leben habt, dann geht ihr auch immer shoppen und sowas, ne, das mache ich ja auch immer, weil ich bin eigentlich den ganzen Tag einfach nur deprimiert und laufe die ganze Zeit auch wie hier einfach nur in meinen Klamotten rum, mache Modenschaus und suche dann auf jeden Fall auch, ja, wie nennt man das? Selbstbestätigung und so. Also wie gesagt, ich bin da ganz offen zu euch, meine lieben Freunde. Ganz offen und wir spielen jetzt einfach mal die Adventure mit mir auf jeden Fall weiter. Mist, die Tür ist abgeschlossen. Suche einen anderen Weg. Jetzt ist links das alte... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hier steht auf jeden Fall nur links. Also ich glaube, das machen wir einfach mal, meine lieben Freunde. Das ist viel zu lesen. Dazu habe ich doch normalerweise meine Seminators. Das geht doch echt mal gar nicht klar. Wozu habe ich eigentlich meine Seminators, wenn man die mal braucht und die sind nicht da? Ich hasse das. Immer, wenn ich etwas frage, dann sind die immer da. Die schreiben mir so viele Kommentare, beziehungsweise ich schreibe mir so viele Kommentare. Aber wenn
ich sie mal hier brauche, meine lieben Freunde, dann sind sie nieder. Das ist so unverschämt. Also wozu habe ich euch denn alle? Ich frage mich das jeden Tag, Tag ein, Tag aus. Und ich habe euch trotzdem nicht da. Wieso seid ihr immer so böse zu mir? Ich muss dann immer Cut vor böse Zuschauer machen. Das geht echt mal gar nicht klar, meine lieben Freunde. Das geht echt mal gar nicht klar. Aber ist ja auch egal. Wie gesagt, die Tür ist auf jeden Fall auf. Da seht ihr doch schon mal. Ich kann auch alles ganz gut alleine. Ich brauche gar keine YouTube-Abonnenten. Seminators sind eh für den Dreck. Also wie gesagt, wozu brauche ich dann bitte auch Seminators? Und wieso ist hier die Hall of Seminators? Wieso sind hier keine Leute? Ich habe doch alle gesagt, dass sie um 15 Uhr zum Kaffeekränzchen kommen sollen. Da gibt es auf jeden Fall pinke Kekse und ganz viele Nutten auf jeden Fall. Beziehungsweise schwule Boys, die Homeboys und alles. Und ja, jetzt sind die auf einmal gar nicht da. Also wie gesagt, mich mag wohl doch keiner. Aber egal, wir gehen jetzt erstmal hier in das Loch und stürzen uns auf jeden Fall in den Tod. Ich nehme die Rose auf jeden Fall mal mit, glaube ich. Damit ich mir die auf jeden Fall zwischen der Brustbacken hängen kann. Und immer sagen kann, dass ich ein süßer Junge bin. Weil das bin ich ja auch. Ich bin total das süße Junge. Was? Ich brauche hier irgendeinen Schalter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich mache einfach mal die ganzen Türen auf, meine lieben Freunde. Das kann man ja auch mal machen. Dass man einfach mal irgendwelche Spülung. What the fuck? Wieso Spülung? Ich war aber gerade nicht kacken, meine lieben Freunde. Ich gehe nicht kacken. Ich pupse nur Schmetterlinge. Ich bin schwul. Ich pupse nur Schmetterlinge. Ich gehe nicht kacken. Guten Flug. Wieso guten Flug? Meine Kacke fliegt immer in Schmetterlingengrut hin und her. Das ist voll unfair, meine lieben Freunde. Ja. Wie gesagt, ich laufe jetzt einfach mal die ganze Zeit hier hin und her. Ich muss einmal ganz kurz gucken. Ich habe gerade schon wieder 13.000 Mails bekommen von meinen Seminators, meine lieben Freunde. Von meinen Seminators. Die sind auf jeden Fall mega gut. Also, wie gesagt, ich check die jetzt einfach mal mit dem Let's Play ab, weil ich einfach so geil bin. Das kann ich einfach mal bringen, meine lieben Freunde. Und, so, wie gesagt, ich habe jetzt gerade schon wieder 13 Millionen Euro verdient, einfach nur, weil ganz viele Leute auf meine Videos geklickt haben und ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung, was ich machen muss. Also wie gesagt, könnt ihr ja das Video jetzt einfach schon mal, auch wenn ihr es jetzt gerade 10 Minuten schon gesagt habt, ich habe mir einfach mal vorgenommen, das einfach mal nach 10 Minuten zu sagen, das Video auf jeden Fall auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, auf Tumblr, auf allen möglichen Seiten teilen könnt. Wie gesagt, damit ich noch mehr Fame bekomme, ich habe ja schon nicht so genug Fame und ich muss ja immer berühmter werden, damit ich mir mehr Hosen kaufen kann, mehr Lackleder-Hosen und ganz viel SM-Klamotten, weil wie gesagt, ich stehe seit Neuestem auf Sadomaso und ich mag das total, wenn mein neuer Homeboy, den ich ja momentan hier neben mir sitzen habe, der ist ein bisschen schüchtern, der redet nicht so viel, der mag es eher zu blasen und ja, der ist auf jeden Fall voll cool drauf, meine lieben Freunde, voll cool drauf, der kann das so gut. Also ich drücke jetzt einfach mal diesen Schalter und was, Transformation, ich möchte aber nicht zur Transformation mutieren, wie gesagt, ich bin ja doch schon ein süßes Mädchen und das kann man ja auch einfach mal bringen, meine lieben Freunde und Alter, ich halte das nicht mehr lange durch, meine lieben Freunde. Ich hasse mich dafür. Ja gut, ich habe einfach gerade nur geguckt, wie lange ich circa aufnehme. Und boah, diese scheiß Musik, Alter. Hört mal hin. Ich hasse mich wirklich dafür, dass ich es nicht schon wieder getan habe, meine lieben Freunde. Ja, wie gesagt, ich halte das lange nicht mehr durch, weil meine Stimme gerade schon wieder mega gefickt ist und ich gerade einfach nur 3 Liter trinken möchte, weil mein Mund einfach nur so trocken ist von dieser scheiß Stimme. Ja, wie gesagt, ich dachte mir einfach mal, da der die erste Hair-Tutorial-Parodie super angekommen ist von Hello Kitty Online, wer den noch nicht gesehen hat, wie gesagt, einfach mal auf meinem Channel schauen. Mein Gott, ich kann gar nicht mehr richtig reden. Und, beziehungsweise in der Videobeschreibung gucken, da habe ich auf jeden Fall die Playlist verlinkt mit den YouTuber-Parodien und keine Sorge, ich werde auch noch andere YouTuber parodieren, unter anderem auch den werten Gregor Onk, das kommt auch noch bald, aber wie gesagt, ich möchte halt, dass die YouTuber-Parodien was Einzigartiges bleiben und Herr Tutorial wird auf jeden Fall auch nochmal öfters kommen mit süßigen, fluffigen Hello Kitty-Sachen. Alter, ist mein Mund gerade schon wieder gefickt, Alter, Vater, ey. Boah, ich muss gar nicht so 3 Liter trinken, ey. Das geht echt mal gar nicht klar. Erstmal eine Kippe rauchen, damit mein Mund auf jeden Fall gerade ein bisschen mehr wieder Normalzustand angeht. Ich bin gerade voll heiser von dem ganzen Kack schon wieder geworden. Ich hoffe mal auf jeden Fall, dass es eine gute Aufnahme geworden ist. Und ja, falls ihr übrigens wollt, dass ich diese Map hier mal als Blue Let's Play, Blue Plays Your Adventure Map spielen soll, dann schreibt's doch einfach mal in die Videobeschreibung. Dann werde ich mal einen schönen Kollegen heimsuchen, mit dem ich diese Map spielen werde. Wie gesagt, das ist ja eigentlich eine Together-Map und ja, wie gesagt, falls ihr das möchtet, dann kann ich das gerne als Blue Place Your Adventure mit reinnehmen. Da will ich mir auf jeden Fall einen süßen Seminator raussuchen und mit dem diese Map spielen. Boah.
Mein Gott, da muss ich ja schon wieder ins in die Kamera kotzen gerade. Ach, Kamera ins Mikro kotzen. Nein, ich musste einfach nur rübsen, musste aufstoßen. In dieser Scheißstimme, weil mein Mund einfach gerade nur so trocken ist. Es geht echt mal gar nicht klar. Versuch mal 10 Minuten in so einer scheiß Tonlage zu reden. Das fickt euch kaputt. Ja, egal. Falls ihr, wie gesagt, möchtet, dass ich das mal mit einem süßen Seminator spiele, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare posten. Und ja, wie gesagt, falls ihr mehr YouTuber parodieren wollt, dann gebt dem Video doch einfach einen Daumen nach oben und teilt es einfach auf Facebook, auf Twitter, auf Tumblr, auf Instagram und allen möglichen Videoplattformen, wo ihr es einfach teilen könnt. Ihr könnt das Video auch auf Cliffisch hochladen, einfach meinen Channel da verlinken, auf mein Video hochladen. Ich habe keine Ahnung, meine lieben Freunde. Ihr könnt es einfach überall teilen, auf der Straße die ganze Zeit hin und her werfen und einfach eurem Hund in das scheiß Nasenloch stecken, einfach umdrehen und dann einfach denken, YOLO fuck, ich gehe jetzt kacken. Und sag einmal ein herzliches Yo, Peace und reingehauen. Das war's mit der Hair-Tutorial Minecraft Hello Kitty Adventures Parodie. Alter, ich kann nicht mehr reden. Ich hasse euch, meine lieben Seminators. Tschüss.